Hallo, ich grüße euch zum achten Teil. Wir hatten ja im siebten Teil mal grob angerissen, was es denn für eine große Verwirrung mit dem Staatsangehörigkeitsausweis gibt. Und ja, man möchte das noch ein bisschen ausführen. Ich habe jetzt von einem guten Bekannten ein interessantes Manuskript zugeschickt gekriegt. Steht hier Amt Neuhaus in Westfalen, kann man sich im Internet runterladen. Da haben sich Leute mit der Reaktivierung von Gemeinden beschäftigt. Ja? Und da sind ein paar Quellen angegeben, zum Beispiel von dem Dr. Klaus Maurer und Holger Fröner, kennt bestimmt der eine oder andere das Buch Deutschlandprotokoll. Sind in vielen Dingen viele richtige Dinge drin, aber auch immer wieder überall ordentliche Fehler. So, und ich habe mir das Ding mal durchgelesen. Am Anfang wird dann auch gleich auf den gelben Schein eingegangen. Wir wollen erst mal klären, was genau ist denn der gelbe Schein? So, immer dann, wenn wir von einem Schein reden, muss man von Anfang an misstrauisch werden. Und ich halte das Ding einfach mal jetzt in die Kamera und zeige euch einfach mal, wie das Ding aussieht in dem Buch. Ne? So. Und was Ihnen sofort auffallen muss. Eine Staatsangehörigkeit steht in dem ganzen Ding gar nicht da. Es gibt nur, da steht drin, ist deutscher Staatsangehöriger. Da fragt man sich, auf welcher Rechtsgrundlage? Die steht erstmal hier schon nicht da. Aber was Ihnen auffallen muss, ist das Logo. Und wir reden ja hier von einer Staatsangehörigkeitsurkunde, also müsste doch hier das staatliche Logo drauf sein. Niemand käme doch auf die Idee, wenn er ein Schreiben vom ADAC kriegen würde oder sagen wir mal vom TÜV, da hat er oben das TÜV-Logo drauf und es steht unten drunter Staatsangehörigkeitsausweis, dass jemand auf die Idee käme, dass es eine staatliche Urkunde ist. Da würde doch jeder sagen, einer von der Belegschaft dort hat sich ein, ja, ein Betriebsvergnügen, ein Schatz erlaubt und so ein Ding ausgestellt. Und wenn man jetzt weiß, dass die Bundesrepublik Deutschland bei der UNO durch Genscher als Nichtregierungsorganisation angemeldet worden ist, dann weiß man, dass das kein staatliches Logo ist. Und wenn man noch ein bisschen weiter reingeht, weiß man ja, dass das Staatsangehörigkeitsgesetz erstens mal 25 Euro, da muss man sich überlegen, der Staat ist definiert übers Rußtag. Ich wüsste nicht, wann der Kaiser Euro eingeführt hätte. Er hat auch kein Gesetz erlassen, wonach irgendjemand, der eine Staatsangehörigkeit Urkunde ausstellen lassen, irgendwas in Euro zu bezahlen hätte. Kann man sich überlegen, wann war das Kaiserreich, wann Euro eingeführt worden ist, auf Grundlage des Gesetzes per 8.7.1990. So, da sind wir schon lange keine, na, wie soll ich sagen, kein Kaiserreich gewesen. Die DDR hat geendet am 18.7. 1900, am 17.07. Aufhebung geschlossen, am 18.07. 0 Uhr ist er rechtswirksam geworden. So, die Privatisierung der DDR, also das Privatisierung von Volksvermögen, wurde nach deren Auflösung beschlossen, nämlich am 18.07. nachmittags. Zu dieser Zeit war aber die DDR juristisch schon gelöscht. Das hat man aber den Volkskammerabgeordneten gar nicht erzählt. Man hat die also getäuscht. Das heißt, Täuschung im Rechtsverkehr macht den Vertrag nichtig. Und wenn wir uns ab 18.07.1990 im Handelsrecht befinden, ist der handelsrechtliche Vertrag wegen Täuschung im Rechtsverkehr jederzeit rückabwickelbar. Und das ist nämlich genau die Sollbruchstelle, die wir hier haben, sowohl in der BRD als auch in der DDR. Die BRD wurde ja auch am 18.07.1990 0 Uhr gelöscht. Und derjenige, der da mit dabei war, der hat ja dort das Buch Die Deutsche Karte geschrieben. Und sollte man sich mal angucken. Und dort wurde es auch bezeugt, dass es genau an dem Tag passiert ist. So, die redaktionelle Nachbearbeitung, das ist dann im Bundesgesetzblatt, der Artikel 23 Grundgesetz gelöscht wurde, kam danach. Ne? Weil das halt durch den Bundestag halt noch durchgewieselt ist, bis es dann ausgefertigt wurde. Aber die rechtliche Wirksamkeit ist ja aufgrund des Besatzerbefehls entstanden. Ne? So. Es wurde dann noch mit den Russen, war auch teilweise Gorbatschow mit beteiligt, abgestimmt, was denn nun mit der DDR zu passieren hat. Im Prinzip müsste die DDR
um die Grenzen von 1937 zu schließen, zumindest mit den Ostgebieten vereinigt werden, weil die gehörten zu den Grenzen 1937 dazu. Das wäre schon erstmal eine Grundvoraussetzung gewesen, damit das Grundgesetz in Kraft treten könnte. Und die Russen haben das nicht gewollt, weil die wollten nämlich nicht, dass das Grundgesetz, was auch nichts anderes ist als die Fortsetzung des Versailler Vertrages, den Friedensvertrag von Brest-Litovsk außer Kraft setzt. Ja, das ist der Grund, weil zwischen Russland und dem Kaiserreich gab es einen Friedensvertrag von Brest-Litovsk, der eigentlich für den Ersten Weltkrieg ein gültiger Friedensvertrag ist. Es wird ja immer behauptet, es gäbe keinen. Das stimmt aber nicht. Den gibt es. So, und der ist auch gültig. Und es hat auch der Kaiser gegen Russland keinen Krieg geführt. Aber dieser Friedensvertrag von Brest-Litovsk gilt zunächst erstmal nur in den Grenzen DDR östlich davon, weil der Westen noch besetzt ist. Nun bedeutet aber der Friedensvertrag von Brest-Litovsk, dass Russland sich verpflichtet hat, im Falle eines Angriffskrieges Deutschland in den Grenzen von 1914 zu verteidigen. Ja, nun ist natürlich die Frage, wann setzt Russland das um? Russland wird es dann umsetzen, wenn zum Beispiel durch eine Provokation in der Ukraine sich Russland in seinen Außengrenzen bedroht fühle. Nun könnte man sagen, die Ukraine ist ein Schutzgebiet der Russischen Föderation. Wenn man das so sieht, wäre es eine Bündnisverletzung. Wenn man sagt, die Ukraine ist von sich aus schon immer selbstständig gewesen, dann ist es nicht so. Aber das müssen die Ukrainer entscheiden. Und wenn die Ukrainer sagen, wir sind ein Schutzgebiet von Russland, wir gehören zu dem Staatenbund oder wir wollen in den Staatenbund von Russland, dann muss Russland den Friedensvertrag von Brest-Litovsk komplett umsetzen und auch diesen Angriff zusammen mit also in dem Bündnis, löst den Bündnisfall aus. Das ist ja das, was die EU, die ja von Rothschild und dem Bankenkonsortium unterstützt wird, beabsichtigt. So. Nun hat natürlich Putin eine Sicht und hat gesagt, wenn ich darauf einsteige, auf eine Provokation, also grundsätzlich mache ich das Spiel. Ich lasse mir von außen, von der EU oder von diesen Kriegstreibern ja nicht die Spielregeln diktieren. Es ist klar, dass dort Menschen zu Tode gekommen sind. Keine Frage. Ne? Aber es ist eben eine Entscheidung, ob ich mit einer kopflosen Gegenreaktion das Leben von Millionen auslösche, indem ich eben die Eskalation bis in den Atomkrieg betreibe, oder ob ich sage, es liegt in der Verantwortung auch des ukrainischen Volkes eine klare Stellung zu beziehen. Ja. Und wenn die sagen, wir sind von der EU angegriffen worden und wir bitten um die Hilfe von Russland, würde Russland auch eine Zögerung dort Schutzgebietsschutz zu gewähren. Ja. Und das Gleiche ist auch für das Kaiserreich erfüllt. Ne? Also es müsste im Prinzip eine Grenzverletzung passieren. Und das würde genau dann passieren, wenn ein französischer Soldat in die Ex-DDR einmarschieren würde. Würde einer reichen, würde Russland am nächsten Tag hinstehen. So. Und würde natürlich dann die kompletten Außengrenzen sichern. So. Und das haben die natürlich unter allen Umständen vermieden. Und wenn das so war, haben sie nur ein Manöver gemacht. Das war ja eine Sache, die erlaubt war. So. Und in der DDR hat es in der Zeit immer nur Auftreten von Bundeswehr gegeben. Und Bundeswehr, wissen wir ja von außen Teil 7, Bund ist ein Parteienkonstrukt. Das ist also ein Zusammenschluss von Parteien der Gewinner der Wahlen, von welchen Wahlen auch immer. Aber es sind vereinsinterne Wahlen. Weil wir sind ja, wenn wir Bund haben, ein Parteikonstrukt. Parteikonstrukte sind besondere privatrechtliche Vereine. Also ist nicht staatlich. Es wurde auch ja nie in Staat angemeldet. Genscher hat die BRD abgemeldet 1990 und hat Germany neu angemeldet. Und Germany aber nicht als Staat angemeldet, sondern als Nichtregierungsorganisation. Das ist also ganz wichtig. Deswegen kann die BRD und darf die BRD keine staatlichen Dokumente ausstellen. Es geht es nicht. Deswegen haben wir einen EU-Führerschein und keinen staatlichen Führerschein. Das ist der Grund. So, und da kann die EU auch uns nicht abmahnen, macht sie zwar, dass wir ungültige Dokumente haben, aber es ist de facto so. Ne? So, jetzt sind Leute auf die Idee gekommen, ja, die HLKU gewährt ja, dass die Gesetze des Landes eingehalten werden. Wir haben ja schon im Teil 7 herausgestellt, was ist denn eigentlich das Land? So, Land ist genau der besetzte Bundesstaat des Kaisers. So. Und in diesen netten Schreiben wird ja zum Beispiel dargelegt, dass
ein kaiserlicher Staat nicht existiert hätte. Das stimmt nicht. Der Kaiser ist ja nicht aus freien Stücken zurückgetreten, sondern man hat ihn mit Waffengewalt bedroht. Möglicherweise hat er sogar gar nicht mal selber unterschrieben, sondern dem haben sie einfach eine Pistole oder haben sie eine Pistole auf den Brust gesetzt und haben gesagt, wenn du jetzt nicht unterschreibst, erschießen wir dich halt. So, das ist Nötigung, da kann keine Abtrittserklärung rechtswirksam entstehen. Das ist einfach Notwehr. So, und demzufolge hat dieser kaiserliche Staat nie aufgehört zu existieren. Und die Weimarer Republik hat nie eine saubere Legitimation hinlegen können. Das hat die bis zum heutigen Tag. Und deswegen können die rechtlichen Nachfolger, also Nationalsozialismus und auch die Bundesrepublik, keine saubere, legitime Rechtsnachfolge der Weimarer Republik in die Wege leiten, weil die schon faul war. Das ist eine ganz einfache Geschichte. So, und das ist auch der Grund, weshalb im Staatsangehörigkeitsgesetz vom 2013 immer noch das alte kaiserliche Datum drin steht, weil nur ein Verweser kann ein Gesetz ändern. Es ist ja jedem erlaubt, ein Gesetzblatt im Wohnzimmer liegen zu lassen und die Kinder malen mit Buntstiften drin rum. So, ist ja kein Hochverrat. Aber nichts anderes hat der Bundestag gemacht. Die haben einfach drin rumgemalt und haben ja ein Bundesgesetzblatt. Das ist ja auch nur eine vereinsinterne Veröffentlichung, die der ganzen Welt bekannt gegeben worden ist, dass sie sich über die Änderungen von dem Grundgesetz oder dem Staatsangehörigkeitsgesetz intensiv Gedanken gemacht haben. Und das ist in ihren eigenen Reihen zu praktizieren. Ja, da fragt man sich, wieso hat denn eine Praktizierung in ihren eigenen Reihen eine Auswirkung auf das sogenannte Staatsgebilde? Ja, weil alle einen Personalausweis haben. Das ist der Grund. Ja? Man hat uns also erzählt, dass jeder einen Personalausweis haben müsse. Und das ist erstmal schon gelogen. So, denn es gibt nur eine einzige Verpflichtung und das ist der Reisepass. Der Reisepass macht uns nicht zum Personal und macht uns auch nicht zu EU-Bürgern. Denn dieser Pass ist uns durch das Passgesetz aufgezwungen. Das ist aber das Einzige. Niemand hat uns einen Personalausweis aufgezwungen. Man hat uns nur getäuscht. Man hat uns mit den 100 D-Mark aus unserer DDR rausgelockt und hat so getan, als wären die 100 Euro eine Reisekostenerstattung und hat auf dem Grund, dass man das angenommen hat, sich das Recht rausgenommen, den Personalausweis der DDR ungültig zu machen. Dafür gibt es keine Rechtsgrundlage, denn du musst zumindest erstmal belehrt worden sein, dass du dadurch möglicherweise deine Staatsangehörigkeit bzw. dein Recht auf deine Bundesstaatenangehörigkeit verlierst. Das ist niemand erklärt worden. Da bin ich selber Zeuge, dass das nie gemacht worden ist. Die haben einfach gesagt, wir sind jetzt der BRD beigetreten und sie brauchen jetzt ein gültiges Ausweisdokument. Das ist das, was den Leuten erzählt worden ist. Und das ist eine Lüge, weil die DDR, der BRD, nie beitreten konnte. Es ging einfach nicht mehr. Und das hatten wir auch gewusst. So, und es kommt noch besser. Wenn am 18.07.1990, 0 Uhr, BRD und DDR juristisch gelöscht worden sind, aber man hat eben einfach weitergemacht, man hat nämlich alte DDR-EDV-Firma genommen, hat die Bundesrepublik Deutschland genommen und die hat man auf das gesamte Bundesgebiet ausgeweitet. Das ging auch nicht anders, weil die DDR konnte nun mal nicht beitreten. Die war gelöscht, die war selber nicht richtig souverän, hat aber zumindest eine Verfassung, wo das Volk mitgewirkt hat. Das war das, was die DDR von der BRD grundsätzlich unterschieden hat. Und es gibt noch ein Unterscheidungsmerkmal. Die DDR hat nie die Rechtsnachfolge der Weimarer Republik angetreten, solange wie sie existiert hat. Ja? Und die DDR konnte auch nur der Souverän auflösen. Weil nach Aufhebung der Besetzung 2006 war ja der letzte russische Soldat ja abgezogen, gab es keine Einladung der Volkskammer, die DDR aufzulösen. Man hätte es genau an dem Tag machen können, und machen müssen. Man hätte spätestens, wenn der letzte Besatzungssoldat raus ist, eine Verfassungswahl machen können. Da hätten wir 2006 das Recht und die Pflicht gehabt. Aber unsere Volksvertreter waren ein Volksverräter. Die haben uns erzählt, es ist ja alles in Ordnung. Wir sind ja Bundesrepublik und ja, und die Russen und die müssen noch Geld bezahlen, damit die in ihren Heimatländern noch eine Wohnung bauen können. Das hat die Bundesrepublik dann auch noch transferiert, das Geld, weil er gerade in dem Moment eben auch die ganzen Kosten von Tschernobyl der Bundesrepublik auf die Füße fielen. Weil man auch darum gebeten wurde, aber man sollte mir da auch nicht helfen bei so einer Katastrophe. Aber die DDR ja, hat einfach nur eine Volkskammer, die nie wieder eingeladen worden ist, aber auch nie aufgelöst wurde, weil die Verfassung nur das Souverän beseitigen kann. So, nun muss man wissen, welche rechtliche Stellung hat die DDR-Verfassung im Vergleich zur Reichsverfassung? Na, man muss ja sagen, Kaiserreichsverfassung, ne? 1871 ist ja
die Verfassung des Staatenbundes. Die Bundesstaaten selber haben sich nochmal zusammengeschlossen zum Staatenbund, das war das sogenannte Deutsche Kaiserreich. Und die hatten eine eigene Verfassung. Das hat mit der Landesverfassung, wo die Staatsangehörigkeit herkommt, nichts zu tun. Das war eine eigene Geschichte. Der Staatenbund und der Staat sind zwei verschiedene Schuhe. Ja, wie Fußballverein und FIFA. FIFA ist also, steht also für den Staatenbund und der Fußballverein für den Staat. So, der Fußballverein hat Spieler, Staat, Bundesstaat hat Staatsangehörige und der Staatenbund selber hat keine Staatsangehörigen, außer die Bundesstaaten selber. Da gab es also nur 26. Und deswegen gibt es auch keine Reichsbürger. Gut. So, wenn das jetzt so ist, kann die Staatsangehörigkeitsurkunde nur von jemandem ausgestellt werden, der im rechten Sinne Notstandsleiter ist. Wohlgemerkt. Staatsangehörigkeitsurkunde ausstellen durch eine notstandsrechtliche Anordnung. Das darf die Gemeinde, das muss die Gemeinde, sonst kann sie nämlich nicht wählen. Aber sie muss nach einem kaiserlichen Recht verfahren. So. Und jetzt ist die interessante Geschichte. Ist das hier passiert oder ist es nicht passiert? So. Und da gucke ich einfach mal drauf. Wessen Logo ist hier drauf? Das ist offensichtlich kein Gemeindelogo. Das ist also ein Firmenlogo. Firmenlogo der Bundesrepublik Deutschland gehört zum Bund, ist also ein besatzungsrechtliches Konstrukt. Es sind nicht die Gesetze des Besatzers zu beachten, sondern die Gesetze der Gemeinde. Wenn die Gemeinde hier schreibt, Gemeinde Neuhaus, Gemeindesiegel, notstandsrechtliche Anordnung, Staatsangehörigkeitsausweis und dann die Staatsangehörigkeit des Bundesstaates bestätigt, beispielsweise Westfalen oder was wie die Hessen da drüben. In Sachsen müsste Bundesstaat Sachsen stehen oder nur Sachsen. Freistaat Sachsen dürfte nicht stehen, es ist keine Staatsangehörigkeit. Ne? Freistaat ist ein Parteikonstrukt, eine Untergliederung vom Bund, die können nur Vereinsrecht machen. Ja. Für alle diejenigen Leute, die sich schon den Gedanken tragen, Personalausweis abzugeben, erkläre ich dann noch was. Jetzt gehen wir erstmal rum, wir wollen einen Staatsangehörigkeitsausweis. Das heißt, es gehört theoretisch das staatliche Logo drauf. Das staatliche Logo darf aber nur der Verweser anbringen. Ne? Da. Der gesetzliche Gesetzgeber hat einen direkten Einfluss, wer Staatsangehöriger ist und wer nicht. Der Notstandsleiter darf es aber ausstellen, weil er einen Verfassungsnotstand hat. Aber er darf nur das Gemeindelogo verwenden. Da würde die Staatsangehörigkeit von der Gemeinde bestätigt, die streng nach dem kaiserlichen Notstandsrecht verfährt. Die dürfte also nie ein bundesdeutsches Recht oder irgendwas oder EU-Recht machen, sondern die müsste völlig autark sein. Das kann man ja machen. Das haben die Neuhäuser ja auch versucht. Aber mit dem gelben Schein, den sie den Leuten aufs Ohr gedrückt hat, funktioniert es eben gerade nicht, weil sie genau in dem Moment eine Staatsangehörigkeit annehmen, die vom 5.2.1934 stammt. Und wo landen wir dann? Wir landen in einem Anerkenntnis eines Firmenkonstruktes, was ich selber als Staatsangehörigkeit akzeptiere. Das kann ich doch nicht ausfüllen. Ich werde nie diesen Schein machen. Ist klar. Ne? So. Ich beantrage nicht beim ADAC die Staatsangehörigkeit des ADAC. Mach ich nicht. Ne? Ich habe Bundesstaatsangehörigkeit von Sachsen, weil ich Sachse bin. Und die kann mir auch niemand mitnehmen. Die kann mir auch niemand ausreden oder der BAD oder wie auch immer entziehen, weil der gesetzliche Richter, der das dürfte, vom Kaiser ernannt werden sollen muss. Und das, da dürft ihr euch eine Irre machen lassen. Leute, ihr müsst ruhig bleiben. Ein Ruhepuls wie eine Echse haben und einen Blutdruck, der unter Normaldruck liegt. Nur dann könnt ihr mit solchen Täuschungen so umgehen, wie sofort. Haut's einfach in die Ecke. Der gelbe Schein ist ein Wahlanfechtergrund. Jeder, der in der Bundesrepublik mit einem gelben Schein zu einer Wahl als Kandidat angetreten ist, nicht wählbar. Punkt. Weil er die Bundesstaatenangehörigkeit so lange selbst negiert, solange wie er das Ding anerkennt. Ne? Ein Nationalsozialist wird nur deswegen, weil dieses Gesetz auf dem Gesetzblatt vom 5.2.1934 beruht, von Adolf Hitler. Man hat nämlich in der Zwischenzeit gar nichts Neues gemacht. Und dieses Gesetz ist von Alliierten gelöscht worden, weil am 23.03.1933 bereits ein Wahlfehler passiert ist, weil nämlich der Hitler sich eine Selbstermächtigung geschaffen hat, indem er einfach Teile von KPD und SPD einfach mal aus dem Reichstag entfernt hat, weil er vermutet hat, dass die den Reichstag angefangen haben. So, und da haben wir natürlich keine gültige Feststellung der Wahlberechtigten im Reichstag. Und da kann man natürlich im Ermächtigungsgesetz auch nicht abstimmen.
Und dieses Gesetz ist auch das erste, was gelöscht worden ist. Und wenn ich da einfach drüber steige und also nicht bei der nächsten Reichstagssitzung das Protokoll anfechte und sage, hey, Jungs, wir haben ja auch noch eine Feststellung, dass die damalige Entfernung der, der Reichstagsmitglieder illegal war. Wir müssen den Vorgang wiederholen. Hat aber Hitler nicht gemacht. Vermutlich haben sie ihm gesagt, lass es mal lieber weg. Ja, weil genau in dem Moment wäre der ganze Dreck auch aufgefallen. So, wir wissen ja inzwischen heute auch, dass es großes Für und Wider gab zu dieser Person. Ja. Die einen sagen, er wäre ein weitläufiger Verwandter der Familie Rothschild und Bush-Familie gewesen. Also die im Prinzip aus England gesteuert den Krieg hier provoziert haben. Es ist nachgewiesen, dass Hitler von diesen Staaten, von England und Frankreich, mit Geld versorgt worden ist. So, das ist über sein Hausbankier gelaufen. Man weiß weiter, dass er mehrere Lehrgänge durchlaufen hat, um überhaupt erstmal so wie ein Diktator oder wie ein Führer auftreten zu können. Und das ist in England passiert. Das ist nicht in Deutschland oder in Österreich passiert, sondern in England passiert. So, das Einzige, was dagegen steht, ist im Prinzip das Zeugnis seiner Schwester, die sagt, es gab keinen in dem ganzen Deutschen Reich von damals, Dritten Reich, der so für die Einheit und Geschlossenheit und für den Wohlstand eingetreten hat, wie sein Bruder. Er hat also den Schnelzbergischen gemeint. Das ist das Zeugnis, was dagegen steht. Aber die ganzen Fakten, die da ringsrum sind, die sprechen eine andere Sprache. So, und jetzt muss man sich überlegen, was ist denn nun richtig? Wir werden es nie klären können. Fakt ist eins, dass die Rote Armee damals wohl als erste Ohr in der Reichskanzlei rein ist und hat den Fall dort untersucht und erhebliche Zweifel angemeldet, dass also Hitler damals dort verbrannt worden ist. Man weiß also heute aus einigen Recherchen und Zeugen, also, dass er dann mit Hilfe des englischen Geheimdienstes nach Argentinien ausgeflogen sein soll. Aber für uns heute ist das alles nicht interessant, weil er hat keinen Staat gegründet. Er hat einfach zwei Dinge gemacht. Er hat das Chaos der Weimarer Republik versucht rückgängig zu machen, weil ein nicht handlungsfähiges deutsches Reich ist natürlich ein schlechter Abnehmer für die internationalen Güter. Und daran waren die USA, Frankreich und England modernisiert. Deutschland soll schon noch kaufen. Aber sie soll nicht so stark sein, dass die Wirtschaft von England und Frankreich und USA darunter leidet. Das wurde Kriegsgrund. Das wurde Kriegsgrund vom Ersten Weltkrieg und kein anderer. Und das haben auch viele, die damals beim Versailler Vertrag mitgestrickt haben, bei Pariser Vorortverträge und so weiter, bestätigt. Das ist eine Entscheidung war, die in den Banken gefallen sind, die überhaupt nichts mit Deutschland oder so zu tun hatte. Die wollten auch nie einen Krieg. Man weiß, dass also Hitler 29 oder fast 30 Friedensangebote ausgearbeitet hat. Die sind alle wieder zurückgekommen. Es ist nicht so, wie das öffentlich dargestellt hat, dass er so der große Kriegsheld und Diktator war. Natürlich musste er sich entsprechend aufbauen, weil wir haben halt mal eine Kriegssituation gehabt und ringsherum war halt Krieg. Aber die Störung des Waffenstillstands, was also hier in dem Dokument auch angerissen wurde, ist ja nicht durch Hitler passiert. Hitler ist ja nur deswegen rein, weil in die deutschen Ostgebiete eingefallen worden ist, von Leuten, die es von Polen aus aufgestachelt haben. So, das ist eine Waffenstillstandsverletzung des Ersten Weltkrieges und im Prinzip gab es keinen Zweiten Weltkrieg. Das ist eine Fortsetzung des Ersten. So. Und da es zu dem Ersten, zumindest für den Westteil Deutschlands, keinen Friedensvertrag gibt, wäre also nur eine Teilsouveränität möglich. Das heißt, es müsste also an der ehemaligen Ost-West-Grenze wieder eine Grenze geben und dann könnte man die Ostgebiete dazu nehmen und für dieses Gebiet könnten wir den Friedensvertrag von Brest-Litovsk einsetzen. Damit wäre der Erste Weltkrieg östlich der ehemaligen DDR-BRD-Grenze beendet. So, dann haben wir aber im Prinzip wieder kein einiges Deutschland, sondern wir hätten den Westteil, der weiter unter der Besatzung der Amerikaner gestanden hätte. Ja, das ist die Entscheidung zwischen Pest und Cholera. Zurzeit sieht es ja so aus, dass die EU auf die Zahlungsunfähigkeit hinsteuert und wenn der Besatzer hier kein Geld mehr rausziehen kann und uns möglicherweise auch dann zur Destabilisierung der Ukraine kommt, weil die EU halt die Ukraine nicht mehr durchfüttern kann und also das Regime, was dort ist, dann auch nicht mehr über Wasser halten kann, dann ist davon auszugehen, dass die Lage dort kippt und wenn sie dort kippt, haben wir die zwei Möglichkeiten, entweder sie schlagen sich zu Russland oder sie schlagen sich zur EU. Wenn sie Richtung Polen marschieren und Richtung Ostgebiete, werden die Russen das nicht hinnehmen. So. Also ist diese Provokation der ukrainischen
Ja, Aufstände eigentlich schon von Anfang an eine Sache, die keinen Erfolg haben kann. Ja. Dass natürlich dort Menschen sterben und Elend passiert, ist eine Sache, die der Krieg halt nur mit sich bringt. Kann man leider keinen Einfluss darauf nehmen. Wir wissen aber, dass die Berichterstattung, die wir hier abkriegen, grundsätzlich falsch und gefälscht ist, weil so viele Kontakte haben auch wir, dass wir dort Freunde, die dann dort vor Ort sind, fragen können, die uns ein ganz anderes Bild vermitteln. Also, dass dort massenhaft Kriegsgerät hingeschafft wird von USA, England und teilweise auch Bundesrepublik, unter dem Vorwand, dort Manöver zu machen. Aber ich meine, wenn ich so viel Kriegsgerät hinschaffe, dass ich dort einen Weltkrieg anzetteln kann, kann man auch nicht davon ausgehen, dass das alles so stimmt. So, wir können da also nur hoffen, dass wir hier an der Stelle Klarheit kriegen. So, wir machen dann weiter im Teil 9 und da gucken wir uns mal ganz sehr an, was denn hier Staatsangehörigkeit und Wahlen, wie die miteinander im Zusammenhang stehen. Danke erstmal für die Aufmerksamkeit.